Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Und herzlich willkommen hier bei Fides Catholica, katholische Tradition, zu einem kleinen Kanal-Update. Vielen ist schon sicherlich aufgefallen, dass ich jetzt ein neues Kanalprofilbild habe. Das haben wir jetzt auch eingangs wieder gesehen. Ich finde, das passt etwas besser zur katholischen Tradition, da eine tridentinische Messe abgebildet zu haben. Dann werde ich demnächst einige Änderungen an der Website vornehmen, da sie momentan mir nicht so ganz passend ist, aber das werde ich dann bald regeln, sodass das dann viel, ja, das dann auch gut aussieht. Dann als nächstes habe ich einen neuen Zweitkanal, Actio Catholica, katholisches Leben. Hier soll, auf diesem YouTube-Kanal soll es jetzt vornehmend um Glauben und theologische und dogmatische Themen gehen, aber auch so ganz Alltägliches ist mir wichtig, dass es vertieft wird. Und so möchte ich einfach um den katholischen Glauben auch in der Praxis, wie man den so im Leben lebt und wie man eigentlich auch als Katholik lebt und leben soll. Dafür soll dann dieser neue Zweitkanal in dem Sinne da sein. Ich werde auch die Videos, die in Bezug auf dieses Thema dann, also auf eher zum Thema Leben bzw. katholische Aktion dazugehören, die werde ich dann auf diesem neuen Kanal dann auch überspielen. Aber die bleiben natürlich auch weiterhin hier bei Fides Catholica erhalten. Und dann neue Videothemen. Ich habe ja in der letzten Zeit viel zum Thema traditionelle katholische Prophetie gebracht. Ich werde auch schauen, dass ich dieses Thema, das ist ja auch auf, wie mir scheint, auf ziemlich reges Interesse trifft, natürlich auch weiterhin hier behandeln. Und ja, was ich auch noch, genau, was ich dann auch noch habe, ich werde die Reihe natürlich über die Märtyrer und Bekenner fortsetzen. Und vielleicht auch noch eine, vielleicht auch noch andere Videoreihen beginnen. Ich werde wahrscheinlich so den Rhythmus am Donnerstag und am Sonntag immer ein Video so gut wie möglich beibehalten. Momentan ist mir das immer gesundheitlich nicht immer hundertprozentig möglich, also ich bitte da um Nachsicht. Und ja, wer irgendwelche Videovorschläge hat, gerne immer unter die Videos kommentieren. Ich habe nicht so viele Kommentare, dann kann ich die auch immer lesen und beantworten. Wer gerne selbst ein Video drehen möchte, kann das gerne machen. Oder auch mehr Skripte zukommen lassen, alles kein Problem, ich kümmere mich drum. In diesem Sinne, gelobt sei Jesus Christus und noch eine schöne Woche.